Wir sind heute mal unterwegs in einem plastikfreien Supermarkt für euch und schauen uns da um, was es da zu kaufen gibt, ob wir da klarkommen mit unseren mitgebrachten Gläsern, die wir dabei haben. Da können wir jetzt alles abfüllen. Und unser Plan oder unsere Challenge, wir wollen ein Sportleressen kochen. Mhm. Wir haben uns ganz kreativ für Nudeln entschieden. Also wir machen irgendwas mit Pasta und jetzt gucken wir einfach mal, was wir da drin so finden. Komm mit. Plastikfreie Zone. Deo. Brauchen Sportler immer, weil man viel schwitzt. Janine, was hast du für Ware? Trocken, fettig. Trocken, fettig, dünn, alles. Was ist gut für mich? Ich will das. Das ist, glaube ich, Orange. Orange. Die erfrischende Duftmischung wirkt belebend. Dieses Shampoo kann man bei trockenem Haar bis fettigem Haar einsetzen. Hey, schau, das ist genau das. Das ist genau mein Shampoo. Ich habe es quasi errochen. Caro und ich haben ja gesagt, wir suchen uns beide ein Highlight-Produkt aus, was wir cool finden, was uns flasht. Und weil bei uns gerade das Waschmittel zu Hause leer ist, habe ich das hier gefunden. Das ist einfach Waschsoda mit ein bisschen Wasser in eine Kammer und los geht's. Finde ich mega und wird gleich ausprobiert heute Abend. Toilettenpapier. Auf den ersten Blick ein bisschen teuer. Es kostet 1,79 Euro pro Rolle. Aber man muss dazu sagen, es hat 700 Blatt und nicht wie herkömmliche Toilettenpapierrollen 150 bis 200. Und es ist zweilagig und wird ohne Klebstoff verarbeitet. Ich habe mein Highlight. Und zwar sieht es so aus, ich würde sagen, man erkennt auf den ersten Blick null, was das sein soll. Es ist, Janine gerade sagt gerade, es ist ein Zauberstab, so in der Art. Nee, es ist ein Abflussreiniger und zwar ist der so ein bisschen gezwirbelt. Jetzt zum Beispiel beim Waschbecken, der Abfluss verstopft ist, steckt man das rein, dreht so ein bisschen und dann bleibt der Schmutz an diesem Teil hängen. Janine, welche Nudeln möchtest du? Ich glaube, also ich finde die von der Form ziemlich spannend. Dann würden wir einfach mal die Rillinudeln nehmen. Unser Glas. Ist da einmal schon gegeben für die Tara. Wer jetzt nicht seine ganzen Gläser immer hin und her tragen will für einen Großeinkauf, kann auch einfach immer wieder Papiertüten immer wieder verwenden. Was würde das Glas denn jetzt so kosten? Die 150 Gramm, also wir haben einen Kilopreis von 6,90 Euro. Das heißt, ja, im Supermarkt ist es natürlich günstiger, aber es ist natürlich auch immer eine ganz andere Kategorie, was ihr dann an Nudeln auch kriegt, eine ganz andere Qualität. Also der Urdinkel ist ja jetzt in den meisten Supermärkten weniger vertreten. Und der hier ist halt jetzt auch Bio-Qualität, ist hier ganz regional aus der Nähe. Für Bio handgemacht und aus der Region kann man ja auch mal einen Euro mehr zahlen, würde ich sagen. Also absolut. Wir nehmen das, oder? Ja. Gipfelstürmer, ich finde es ziemlich cool. Laura Dahlmeier Edition. Ja, genau, Laura, wenn du mal irgendwie ein Pesto auf dem Berg brauchst, Mount Everest oder so in ein paar Jahren, Gipfelstürmer, macht's möglich. Mhm.